Hey Mann, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier am Montag. Und ich glaube, ich habe in meinen letzten Videos ein paar Leute ein bisschen verwirrt. Ich habe das in den Kommentaren nachgelesen. Deswegen will ich mal vor allem Bezug nehmen auf das Video Die Wahrheit über Frauen, aber auch auf alle Videos, die ich so in letzter Zeit gemacht habe. Denn da könnte vielleicht ein falscher Eindruck rübergekommen sein. Und wir wollen heute mal klären, kann man denn flirten, kann man denn Erfolg mit Frauen überhaupt lernen? Und ich möchte das Thema deswegen ansprechen, weil es vielleicht in den letzten Videos ein bisschen rübergekommen ist, und das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, dass es immer nur darauf ankommt, dass man einen hohen Status hat, dass man viel Geld hat, dass man gut aussieht. Ja, also diese klassischen Dinge, die sowieso mal alle Leute denken, Status, Geld, gutes Aussehen. Die Videos, die ich in letzter Zeit gemacht habe, könnten dich, wenn du nur diese Videos gesehen hast, zu der Schlussfolgerung führen, dass es wirklich nur darauf ankommt. Und das will ich heute aufklären und dir erklären, inwiefern du denn tatsächlich Erfolg mit Frauen lernen kannst und inwiefern das vielleicht auch von diesen Faktoren abhängig ist. Also, natürlich habe ich diese Videos deswegen gemacht, weil es wahr ist oder aus meiner Sicht wahr ist. Das heißt, Status, Geld, Aussehen, das alles hat natürlich einen Einflussfaktor darauf, wie erfolgreich du mit Frauen sein wirst, wie attraktiv du auf Frauen wirkst, das hat alles Einfluss darauf. Absolut, komplett richtig. Jeder, der irgendwas anderes erzählt, erzählt dir Scheiße. Ja, wenn du dich anziehst wie ein Hartz-IV-Empfänger, dann musst du dich nicht wundern, wenn du auch die Reaktion bekommst, als wärst du ein Hartz-IV-Empfänger. Wenn du dich gut anziehst, sagen wir mal im Anzug oder die Dinge, die ich dir sowieso gezeigt habe im Video darüber, wie man sich gut anzieht, dann wirkst du anders, wirst besser wahrgenommen und auch auf die meisten Frauen attraktiver. Das ist einfach so, das ist ein Fakt, mit dem man umgehen muss. Genauso wie Status, Geld und Aussehen auch Faktoren sind. Wenn du besser aussiehst, hast du nun mal Vorteile. Das ist einfach so. Und da gibt es auch gar nichts gegen zu sagen. So, das ist die Basic, die Basis, die man verstehen muss. Darüber hinaus ist es allerdings absolut möglich, Erfolg mit Frauen zu lernen für jeden Mann. Ich habe nur gesagt, dass es natürlich ein gewisses, ich sag mal, ja, also man nennt das Skill Cap, also ein gewisses Level gibt, was du erreichen kannst, ein Maximallevel, sage ich mal, wie in einem Videospiel. Und jemand anders kann vielleicht auf ein anderes Level kommen. Wenn jetzt jemand aus einer wohlhabenden Familie kommt, deswegen eine gute Bildung hat, sehr gut aussieht, sagen wir mal wie so ein Model und immer schon in seinem Leben in sozialen Kreisen unterwegs war, dann wird der wahrscheinlich auf ein anderes Level Erfolg mit Frauen kommen als du. Und dann wird er vielleicht auch ein anderes Level kommen, als du es jemals sein kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel, sage ich mal, unterdurchschnittlich gut aussiehst, als Bäcker arbeitest, nichts gegen Bäcker, aber es ist halt einfach nicht so ein angesehener Beruf, muss man einfach sagen, ist in Ordnung, wenn du Bäcker bist, aber wenn du zum Beispiel auf diesem Punkt bist, dann hast du vielleicht, kannst du vielleicht weniger hochkommen als dieser Mann, ja, du wirst nicht die krassen Models verführen. Kann natürlich sein, kann immer passieren. Ich sage nicht, dass es nie passiert. Ich sage nur, es ist nicht wahrscheinlich. Ja, du wirst auf einem anderen Level sein als dieser Typ. Aber natürlich kannst du Erfolg mit Frauen haben. Natürlich kannst du mit vielen Frauen schlafen. Natürlich kannst du heiße, für dich hübsche Frauen in dein Leben ziehen und auch eine geile Zeit mit denen haben und auch eine tolle Beziehung mit denen haben und eine tolle Familie mit denen haben. All das ist natürlich möglich für jeden da draußen. Wäre das nicht möglich, gäbe es, dann würde ich hier gar nicht sein. Ja, dann wäre ich hier überhaupt nicht. Dann würde ich überhaupt nicht Coachings machen, in denen ich dir genau das beibringe. Dann gäbe es das Ganze überhaupt nicht. Dann gäbe es auch diese ganze Industrie nicht. So, natürlich funktioniert das. Du musst dir nur klar sein darüber, wie weit du gehen kannst. Also wenn du, ich sage es immer wieder, wenn du auf der Couch rumhockst und den ganzen Tag Fernsehen schaust und dann abends irgendwas anderes isst und du bist ein bisschen übergewichtig und dann erwartest du das, hey, ja, wenn ich jetzt irgendwie ein paar Tricks anwende, dann kriege ich ein Model oder so. Natürlich nicht. Davon musst du halt arbeiten. Und deswegen machen wir diesen Channel, weil wir uns alle zu der besten Version unserer selbst entwickeln wollen. Und mit dieser besten Version unserer selbst kannst du dann auch eine großartige Frau in dein Leben ziehen. Ja, dann hast du auch keine Chaosfrauen in deinem Leben. Dann hast du auch keine Frauen in deinem Leben, die irgendwie eine Persönlichkeitsstörung haben. Irgendwie bipolare Frauen oder was auch immer. Also einfach irgendwelche crazy Frauen, die dir dein Leben zerstören, denn das kann durchaus passieren. Ich möchte dich mit diesen Videos, die so ein bisschen dunkel wirken, immer nur darauf hinweisen, hey, so ist es und das musst du bitte auch bedenken. Ja, ich sage dir in diesem unbequeme Wahrheit über Frauen Video, habe ich dir gesagt, Frauen gucken viel auf diese Dinge und jagen sozusagen nach dem Höchststatus Mann. Ja, das ist auch richtig, das passiert auch. Das ist auch ein Teil davon, aber das ist eben nicht das ist nicht das ganze Bild, das ist nicht die ganze Wahrheit. Man muss sich nur dessen bewusst sein. Du musst nur verstehen, wie das mit den Frauen funktioniert, damit du sinnvolle und logische Entscheidungen treffen kannst. Damit du nicht in irgendwas reinläufst, was total dämlich ist und dann 10 Jahre später das bereust, weil du jetzt ein Kind mit einer Frau hast und zusammengezogen bist mit einer Frau, wo du dann merkst, okay, das passt überhaupt nicht. Und das möchte ich verhindern.
Der Grund, warum ich das verhindern möchte, warum ich überhaupt mich für dieses Thema interessiere, natürlich ist Frauen interessant für mich und über Widerstände gehen, klar. Aber ich komme auch aus einer Familie, wo mein Vater sich von meiner Mutter getrennt hat. Und für mich war das eine blöde Erfahrung und ich habe keinen Bock, diese Erfahrung erstens selbst zu machen. Ich möchte das später nicht so mit meiner Familie machen, aber ich möchte auch nicht, dass irgendwer von euch das mit seiner Familie machen muss oder selbst erfahren muss. Und deswegen möchte ich, dass man sich ordentlich darauf vorbereitet und versteht, wie es mit den Frauen da draußen abläuft. Ja, du kannst erfolgreich im Flirten werden, du kannst erfolgreich mit Frauen werden, egal an welchem Punkt du stehst. Es ist nur die Frage, wie hoch kannst du kommen. Wenn du denkst, du kannst der King werden, der jeden Tag neue Models abschleppt, dann ist das wahrscheinlich nicht der Fall, außer du bist selbst sehr hoch schon auf dieser Leiter, sage ich mal. Dann kann das durchaus sein, aber sonst wahrscheinlich eher nicht. Das heißt aber nicht, dass du nicht wirklich Erfolg mit Frauen haben kannst. Das heißt nicht, dass du da sitzen kannst und dir denkst, hey, mein Leben mit Frauen, mein Frauenbereich, das Datingleben von mir ist echt geil. Das kann jeder erreichen. Das möchte ich dir hier mitgeben. Darüber hinaus möchte ich dir nur einfach diese anderen Dinge mitgeben, die du verstehen musst, wie die unbequeme Wahrheit über Frauen, wie die Dinge, die ich dir da erzählt habe, damit du verstehst, wie das Gesamtbild aussieht. Damit du einfach diesen ganzen Bereich Frauen und Flirten hast, den komplett verstehst und keine dummen, falschen Entscheidungen triffst. Damit du dir auch bewusst darüber wirst, wo deine Möglichkeiten und vielleicht auch deine Grenzen liegen. Im Grunde gibt es keine Grenzen, aber sei dir bewusst, wenn du richtig, richtig tolle Frauen in deinem Leben haben willst, richtige Qualitätsfrauen, richtig mega hübsche Frauen, dann musst du dafür auch einiges tun. Das kommt dir nicht zugeflogen, egal was für Tricks du anwendest. Ja, es gibt immer wieder die Ausnahmen, es gibt immer wieder den Mann, bei dem das zufällig passiert. Natürlich, klar, kann passieren. Aber das ist eben nicht die Norm. Aber du kannst erfolgreich mit Frauen werden, du kannst flirten lernen, das kann jeder, da bin ich überzeugt von. Ich sage nicht, jeder kann das so gut wie ich lernen oder wie eben anders raus, ein anderer Coach oder ein anderer erfolgreicher Mann mit Frauen. Das sage ich nicht. Ich sage nicht, ja, du kannst genauso gut werden wie ich, du kannst genau die gleichen Ergebnisse bekommen wie ich. Das sage ich nicht. Aber du kannst gute Ergebnisse bekommen, viel bessere Ergebnisse, als du sie jetzt bekommst. Du kannst das Gefühl erreichen, erfolgreich mit Frauen zu sein und zufrieden. Du kannst eine Zufriedenheit mit diesem Lebensbereich bekommen. Dass du dich wohlfühlst mit Frauen, dass du eine gute Frau in deinem Leben hast oder mehrere Frauen. Das kannst du erreichen, egal wer du da draußen bist. Egal wer du da draußen bist, selbst wenn du Hartz-IV-Empfänger bist. Selbst wenn du arbeitslos bist, selbst wenn du aussiehst wie mit einer Bratpfanne vors Gesicht gehauen. Du kannst Erfolg mit Frauen erreichen. Nicht auf meinem Level vielleicht, aber auf deinem Level. Das ist die Aussage dieses Channels und deswegen, bitte missverstehe die Videos nicht und lass dich davon nicht in irgendwas Negatives reinziehen, denn so entsteht diese ganze Negativ-Männer-Bewegung, die Frauen hassen so, boah, Frauen sind ja sowieso nur auf Status aus und ja, das spielt mit in der Psyche der Frauen, tut es, genauso wie in unserer Psyche mitspielt, dass wir besonders hübsche Frauen mit einem besonders tollen Körperverhältnis heiß finden. Das muss ich dir nicht erklären, das ist auch nichts Neues. Ja, eine Frau, die so ein Strich ist von ihrem Körper, von dem Körper her, oder eine Frau, die wirklich kurvig ist, die meisten Männer werden die kurvige Frau heißer finden. Ja, das ist auch nicht fair. Fair ist es halt nicht, aber es ist halt so, wie es ist und das ist ja auch in Ordnung. Aber genauso ist es halt in Ordnung, dass Frauen dieses Statusding haben. Das hat sich nun mal so entwickelt, habe ich dir im Video erklärt. Heißt nicht, dass du nicht erfolgreich werden kannst, wenn du das nicht hast. Nur ist dann vielleicht das Level nicht ganz so hoch. Ja, wenn du dich egal um dich kümmerst, deine Persönlichkeit entwickelst, dann kommst du vielleicht auf dieses Level so. Und wenn du dann sagst, okay, mich interessiert dieses Status, dieses Geldding nicht, ich werde mich damit nicht auseinandersetzen, dann ist das cool. Dann wirst du auf diesem Level einen tollen Erfolg mit Frauen haben. Wenn du jetzt dieses Statusding oder das Geldding dazu packst, könntest du vielleicht noch ein bisschen bessere Frauen haben, die besser aussehen, sage ich mal. Musst du natürlich wissen, ob dich das überhaupt interessiert. Manche interessiert das auch gar nicht und das verstehe ich auch vollkommen. Ja, mich, also Aussehen ist halt auch so, ja, schön, dass sie schön ist, wow. Du musst den Rest deines Lebens mit der Frau zusammenleben, wenn es dann wirklich die Frau sein soll. Wen interessiert dann nach ein paar Jahren noch, wie gut die aussieht? So? Ne? Also kannst auf ein anderes Level kommen, aber du musst das nicht. Du kannst auch so erfolgreich werden. Aber nimm bitte aus meinen Videos nicht die Botschaft mit, oh nein, wenn ich jetzt nicht der Obermacker bin mit den Mega-Muskeln, mit dem Mega-Geld oder dem Mega-Status oder aussehe wie Brad Pitt oder irgendein anderes Main-Model, dann kann ich nichts erreichen. Überhaupt nicht richtig. Du bist verantwortlich für deinen Erfolg mit Frauen und du kannst dich auch nicht davor verstecken, indem du sagst, oh ja, aber meine Umstände sind nicht so gut. Deine Umstände sind egal, zählen natürlich, aber die können dich nicht davon abhalten, erfolgreich mit Frauen zu werden. Die können es dir nur etwas schwerer machen. Du bist in Verantwortung. Diese Verantwortung möchte ich dir zuschieben, damit du verstehst, ja, ich bin verantwortlich und ich bin auch verantwortlich dafür, wenn es scheiße läuft für mich mit Frauen, aber ich kann es auch ändern. Und du kannst es ändern, ich kann dir natürlich auch dabei helfen. Das ist das Ende des Videos. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Ich hoffe, es ist soweit alles klar geworden. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Ich hoffe, es ist soweit alles klar geworden. Ansonsten schreib es mir in die Kommentare. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar.
Geil, dass ihr so viel Feedback gebt, dass ihr auch negatives Feedback gebt, damit ich verstehe, was bei euch abgeht. Sehr, sehr geil. Weitermachen so. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching dieses Jahr bewerben. Wenn du das erreichen willst, wenn du mehr Erfolg mit Frauen haben willst, viele Dates, viel Sex, kommst du zu mir ins Coaching. Ich regel das mit dir zusammen. Und unten rechts kommst du zum Video über die unbequeme Wahrheit. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schau unbedingt mal rein. Das musst du gesehen haben. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.